Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Unreal World. Ja, unsere Netze haben wir ausgeworfen in der Flussmündung, in der Hoffnung, dass wir beim nächsten Mal wieder ein paar Fische fangen. Jetzt könnten wir uns eigentlich mal wieder um so einen kleinen Task hier kümmern. Wir müssen nämlich immer noch Spuren von Leben finden. Ja, jetzt nicht von außerirdischem Leben, sondern von Tieren oder anderen Menschen. The search for wildlife or for wildlife. Das könnten wir jetzt eigentlich direkt mal in Angriff nehmen. Wohl vorher schaue ich mir nochmal an, was wir alles zu essen dabei haben. Das ist nicht mehr viel. Haben wir noch was im Keller liegen? A roasted pike perch ist hier im Keller. Okay, das ist ein bisschen wenig zu essen. Als ob das was Neues wäre. Dann eventuell doch... Ach, wir haben sogar noch ein paar Bretter dabei. Sehr schön. Dann nehmen wir die Bretter jetzt und gehen aus Festland zurück. Festland, so. Können wir eventuell noch ein bisschen Fleisch uns ersteigern. Jetzt, naja, das ist wieder Mist. Können wir mit unserem Raft nicht durch die Gegend laufen. Dann würde ich sagen, lassen wir unser Raft hier. Will nicht hoffen, dass das irgendjemand klaut unterwegs. Oh. Dann gehen wir mal hier kurz auf dieses Feld. Und hier werden wir dann bestimmt Chancen haben, irgendwo eine Fußspur oder ein paar Fußspuren von ein paar Tieren zu entdecken. Ah, hier wächst überall Zeug, das ist gut. Da können wir uns dann im Spätsommer bedienen, wenn das alles ausgewachsen ist. Was haben wir hier? Can be harvested after 2 weeks. Also das braucht noch 2 Wochen. Dann haben wir growing turnips. Ob man die auch essen kann? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Dann haben wir wieder Pilze. Die schmeiße ich mir mal nicht so rein, so wie ich es mit den Bären gemacht habe. Da haben wir ja Glück gehabt. Und hier, direkt vor mir, seht ihr jetzt eine schon verblasste Fußspur. Aber man kann sie noch erkennen. Muss ich mal kurz gucken. Das macht man mit T. Tracking. Oder war es mit Alt-J? You notice here old human tracks leading to northeast. So, das war es doch. Oder müssen wir eine ganz andere Aufgabe nachkommen? Ich schaue mal rein. Ach so, ach so, ach so. Wir müssen durch die Wildnis laufen und dann unterwegs irgendwie ein Tier treffen. Wo dann das Spiel fragt, möchtest du jetzt reinzoomen? Na gut. Das machen wir dann ein anderes Mal. Aber wenn wir schon mal hier sind, in diesem Dorf, gucken wir mal, was die hier so haben. Guck mal. Was hat der denn hier liegen? Chubby Mushroom. Brown Coat Mushroom. Brot hat er hier liegen. Ich nehme mir mal das Brot. 4 Pfund. Oh. Ja, nehme ich alles. Und für 4 Pfund Brot biete ich dir ein wunderschönes Brett. Was macht der? Blöd, Mann. Schnell weg hier, bevor sie anders überlegt. Was hat er denn hier liegen? Ah, Keppele lauter Foxtraps hat er hier liegen. 3 Dreizacke. Den Dreizacken kann man wohl auch fischen. Kann man sich ins Wasser stellen. Geh mal da weg, bitte, Händler. Wurfmesser und ein Brown Coat Mushroom. Sehr interessant. Wenn der hier diese Brown Coat Mushrooms liegen hat, dann gehe ich davon aus, dass man die essen kann, oder? Warum sollte er sonst da Mushrooms liegen haben? Macht das sonst keinen Sinn. Oh, waren wir hier noch nicht? Oder ist hier Fleisch nachgespawnt? Auf jeden Fall nehmen wir das. Möchtest du dafür vielleicht ein Brett haben? Hm? Nee? Okay, kriegst du noch ein zweites Brett. Ja, das macht er natürlich, klar. Und das Fleisch hier nehme ich auch. Biete ich dir mal wieder ein Brett? Nein? Noch ein Brett? Vielleicht noch ein drittes Brett? Das macht er. Sehr schön. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ihr habt doch alle ein Brett hier, aber nun gut. Bag of Salt, das ist sehr schön. Mal sehen, ob ich den kriege, diesen Salz... Sack, Salzsack, Salzsack, ja. Denn damit können wir dann irgendwann mal unsere Fleischstücke, die wir gefangen haben, können wir die einsalzen. Dann halten die länger. Oh, mit Brettern will er erst gar nicht anfangen zu handeln bei Salz. Das ist ihm dann wohl doch zu wertvoll. Gut, hier haben wir noch ein Dried Bear Cut. Also Fleisch vom Bären, getrocknet. Bieten wir ihm ein Holz für und das macht er. Gut, 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 gut. Wie sieht es denn aus, essensmäßig? Wir haben jetzt dabei. Ja, viel. Wir haben schon einiges gekauft, aber das ist natürlich alles nicht viel wert. Ihr seht das hier an dem Gewicht. Es wiegt nicht sehr viel, das heißt, es macht auch nicht allzu lange satt. Aber immerhin haben wir schon mal wieder was. Das ist positiv. Hier ist noch ein Laden. Was hat der hier? Der hat auch Fuchsfallen. Oh, Eisenbrustpanzer. Falls wir mal kämpfen müssen. Interessant. Speere, Knüppel. Short Ring Hauberks. Das sind da wohl. Ja, so Metallhandschuhe. Dull Mushrooms hat er hier liegen. Ob man die auch essen kann.
Man kann natürlich auch niemanden fragen, du müsstest es so ausprobieren. Oder bei Wikipedia nachgucken. Das ging natürlich auch. Mal kurz was trinken. Mal kurz was essen. Ja, Prost Mahlzeit. Gut. Ich glaube, viel mehr können wir und brauchen wir hier auch nicht zu machen. Hier ist ein leerstehendes Haus. Och, ist ja schön hier. Mensch, hier können wir fast einziehen. Nee, ich will nicht in einem Dorf leben. Ich will für mich alleine leben. Ich bin ein Einsiedler. Mit dem reden wir mal kurz hier. Mit dem Jäger. Das ist ein Jäger, ja. Sehen, ob der was zu traden hat. I could trade my free dried elk cucks. Cucks. Cucks natürlich. Also, Elchfleisch. Ja, da bin ich interessiert dran. Habe ich ein wunderschönes Brett für dich. Na, kriegst du noch ein Brett. Und das macht er. Okay. Was hat der Junge? Mein Dried Elka. I could trade smoked Capercaillie Cut. Wollte ich eigentlich mal nachgucken, was Capercaillie für ein Tier ist. Aber wenn er das mit uns handeln will, dann schmeckt das bestimmt lecker. Dann nehmen wir das. Okay. Loopsnare. Also das ist eine Falle. Nee, die brauchen wir nicht. Hunting Knife, nö. Mehr hat er auch nicht. Ja, das hat sich doch gelohnt. Der hat auch ein bisschen Fleisch dabei gehabt. Wie kommen die Leute alle an so viel Fleisch? You see a patch of 8 growing baby grasses here. Die nehme ich mal mit. Also, ist noch nicht fertig. Sollen die ausgewachsen. Na, was haben wir hier? Na, ihr beiden in der Sauna? Na, will ich nicht länger stören. Mach mal die Tür zu. So, hier haben wir ganz viele Fußspuren. Dann macht die Tür wieder auf. Na gut. Ganz viele Fußspuren. Aber ich würde sagen, das war's hier in dem Dorf. Ja, was kann man denn jetzt mal machen? Was haben wir hier? A patch of 5 growing milkweeds hier. Ich glaube, diese Milkweed, die sind gut gegen Verletzungen. Wenn man da irgendwelche offene Wunden hat, dann kann man die da drauflegen. Meine ich. So, zurück zu unserem Floß. Ich hoffe, dass es noch da ist. Ja, da ist es. Sehr schön. Zurück zu unserer Siedlung. Kurz da reinzoomen. Wunderbar. Das liegt doch wunderbar, das Floß. Obwohl, so sollte es eigentlich nicht liegen. Mal kurz nach vorne moven. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir viel zu essen. Das heißt, viel Zeug, was ich in den Keller legen kann. Legen wir mal das. 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 Das habe ich gesagt. Und auch, komm, die Brote können wir auch da reinlegen. Müssen wir wahrscheinlich gleich wieder rausholen, weil wir dann wieder Hunger haben. Aber das ist ja halb so wild. Was haben wir denn hier noch alles liegen? Bretter, Holzblöcke, Slender Trunks, Bretter. Wenn wir noch mehr Bretter liegen. Was wächst denn hier alles? Guck mal. Schaut euch das mal an. Noch mehr Mushrooms. Chubby Mushrooms. Ja, ist die Frage. Nein. Ich esse die nicht. Wir können vielleicht noch ein paar Beeren suchen. Obwohl, das ist auch nicht wirklich spannend, oder? Machen wir das jetzt mal anders. Während wir noch gut gelaunt sind. Wir sind noch vigorous. Das heißt, noch sind wir lange nicht müde. Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit. Jetzt hole ich es doch wieder raus. Nehmen wir nicht nochmal den Pike Perch mit. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den gefangen haben. Aber nicht, dass der uns da kaputt geht. Nehmen wir den mit. Gehen wir ein bisschen auf Reise. Schauen wir kurz auf die Karte. Ja, nach oben sind wir schon gesegelt. Nach unten sind wir schon gesegelt. Beziehungsweise gerudert. Dann rudern wir jetzt mal nach links. So in die Region. Denn hier sind dann sicherlich. Das ist ja die Küstenregion hier, das ist ganz klar. Hier sind dann die Islander. Das sind die Leute, die auf Islandern leben. Auf Inseln natürlich. Und die haben teilweise auch ein paar nette Sachen im Angebot. Hätte jetzt vielleicht noch ein paar Bretter mitnehmen sollen. Aber na gut, ist jetzt zu spät. Jetzt will ich nicht zurückrudern. So, können wir auch, wenn wir auf dem Wasser sind, hier schon mal was trinken. Oh, lecker, lecker, lecker. Lecker Meerwasser. Immer gut, dieses salzige Wasser zu trinken. Wenn man so durstig ist. Sicherlich gar kein Fehler. Ja, auch eine interessante Insel hier. Mit Bergen. Ja. Aber wollen wir mal hier hin? Schaut mir nach größeren Inseln aus hier. Einmal hier hochgehen und gucken. Ein Elch. Ein Elch. Schön, ja. Brauner Farbe gezahnt, aber. Mal gucken, ob wir den kriegen. You encounter an animal. You think it's a stag. Stag ist wahrscheinlich ein junger Elch. Kann das sein? So. Search for the wildlife haben wir jetzt completed. Genau. Okay. Jetzt als nächste Aufgabe kommt, poppt schon auf, a kill. Wir sollen etwas umbringen. Ich bemühe mich.
Hier stehen wir. Da steht der Elch. Seht ihr den kleinen Pfeil, der nach rechts zeigt? Das heißt, der Elch guckt in die Richtung nach rechts. Er sieht uns also im Moment nicht. Ich gehe mal auf Hiding, so dass wir uns ein bisschen anschleichen können. Oh, der schläft. Mist. Mal sehen, ob wir den Speer werfen können. You can throw only a wielded item now. Ja, was wollen wir denn da mal sehen? Kaumularisbär, den haben wir ja ausgerüstet. Das Messer können wir nicht werfen. Die Axt könnten wir werfen. Aber ich schmeiß doch hier nicht mit unserer Axt rum. Machen wir das anders. Dann mache ich mal den Bogen und wähle dann noch einen Pfeil. Verdammt. Bogen, habe ich gesagt. Wie kann ich der mal anwielden? Ich will jetzt auch nicht hier das Ganze versauen. What do you want to throw or shoot? Ja, mein Langbogen natürlich. Throwing a bow isn't a wise move. Keep it wielded and shoot arrows instead. Muss ich doch nochmal in die Game-Kommandos reingucken. So, hier steht das, glaube ich, nicht auf der Seite. Steht es auf der nächsten Seite. Wields, damit können wir etwas aufnehmen. Und Take Off können wir den Speer weglegen. So, dann legen wir mal den Speer weg. So. Und wielden dann noch einen Pfeil. Gehen vielleicht noch einen Schritt nach vorne. Nein! Jetzt hat er uns bemerkt! Mistvieh! Bleib hier! Aber wir können trotzdem versuchen, auf ihn zu schießen. So weit weg ist er jetzt nicht, obwohl da ist ein Baum im Weg. Oh Gott, jetzt müssen wir hier eine Robin Hood machen. Jetzt können wir auch auswählen, auf was wir zielen. Auf den Körper, das ist natürlich am naheliegendsten. Auf den Kopf oder auf die Arme oder auf die Beine. Arme ist jetzt ja gut, wahrscheinlich die Vorderläufe mit gemeint. Wir zielen natürlich auf den Körper. Aber selbst wenn wir ihn jetzt treffen würden, von einem Pfeil, wird so ein großer Elch nicht umfallen. Und wir haben auch daneben geschossen. Aber er bewegt sich in die falsche Richtung. Das probieren wir doch gleich nochmal. Müssen wir erst einen neuen Pfeil auswählen. Mann, Mann, Mann. Ah, und haben wir daneben geschossen. Können wir das jetzt vergessen? Können vielleicht noch versuchen, hinterher zu rennen. Dass er sich irgendwo verläuft, eventuell. Wo ist er denn hin? Hallo? So viel zum Thema verlaufen. Hab ich abgehangen. Bin jetzt auf gleich. Und ich renne ja wie ein Bekloppten durch den Wald. Der Elch ist weg. Hier sind natürlich die Fußspuren. So können wir ihm hinterherkommen. Und jetzt können wir nicht länger rennen, weil wir exhausted sind. Ja, toll. Da müssen wir vielleicht mal eine kleine Pause einlegen hier. So, 45 Minuten gerastet. Ich esse noch mal ein bisschen was. Und ich wähle noch einen Pfeil aus. Können wir eventuell auch mal gucken, ob wir die anderen Pfeile jetzt wiederfinden. Obwohl, hier mitten in dem dichtesten Wald werden wir die Pfeile jetzt nicht wiederfinden, die wir gerade verschossen haben. Die können überall sein. Von wo kamen wir denn in etwa? Von hier? Ja, ne? So die Gegend war das. Naja, Pfeile können wir uns dann ja auch selber bauen. Naja, schade. Pfeile weg, Elch weg, kein Elchfleisch. Und wenn man so ein Elch erstmal umlegt, boah, dann haben wir ausgesorgt, fleischmäßig. Also zumindest erstmal eine Zeit lang. Naja, was soll man machen? So. Ich sehe noch die Elchspuren hier. Wo er in etwa hinrennt. Aber das bringt mir ja alles nichts. Der wird schon über alle Berge sein. Gut, schauen wir kurz, was hier auf dem Boden liegt. Was sind das? Growing Blueberry Shrub hier. Brauchen aber noch ein paar Monate, bis wir dann diese Blaubeeren harvesten können, also ernten können. Gut. Ah, da oben ist der Elch. Sollen wir wieder anschleichen? Anschleichen können wir nur, wenn wir reingezoomt haben auf die Karte. Und da haben wir ihn wieder gefunden. Ich meine, es ist eine Insel, weil der kann ja nicht, der Elch. Jetzt sehe ich ihn gar nicht. Auf Anhieb. Das war nix.
Das war nichts. Den haben wir nicht erwischt. Gehen wir nochmal hier oben auf den Berg und gucken. Jetzt ist der Elch nicht mehr zu sehen. Ein paar Minuten warten. Hier oben, was haben wir da? Ein Händler? Oder ein Abenteurer, der sich hier auf der Insel rumtreibt? Okay. Let's do it. Ah, kann ich da nicht reinzoomen? Wo ist er hin? You think it's a black grouse? A black grouse? Das ist auf jeden Fall nicht der Händler oder den Abenteurer, den wir gerade gesehen haben auf der Karte. Das ist was anderes. Ah, hier unten ein Vogel. Seht ihr da? Den kleinen. Den treffen wir eh nicht mit Pfeil und Bogen. Das können wir vergessen. Die können wir auch direkt wieder rauszoomen hier aus der Karte. Jetzt, wo es Abend wird, wäre es doch ganz interessant, diesen Abenteuer-Typen zu erwischen. Ich sehe ihn immer wieder, aber irgendwie rennt er von mir weg. Da ist er doch. Schnamm dir! Ihr nützt es her. Very fresh human tracks leading to northeast. Also menschliche Spuren, die nach Nordosten führen. Ich gehe mal hier oben auf den... Da ist er, da ist er. Aber leider, wenn wir auf das Feld gehen, ist er dann entweder schon weg oder wir finden ihn nicht. Vielleicht ist er auch gut im Verstecken spielen. Natürlich jetzt eine Rumrennerei hier. Ihr wisst, was ich vorhabe. Ich meine, das ist jetzt ja wohl offensichtlich, oder? Ich will den umlegen. Der ist auf einer Insel. Und wie soll er hier wegkommen? Erstmal trinken wir was. Wenn wir schon mal hier sind, dann trinken wir ein bisschen was. So. Ein bisschen was essen. Denn nur gut gestärkt können wir wieder an die Arbeit gehen. Ganz einfach, wenn wir den hier umlegen. You think it's a squirrel? Toll, ein Eichhörnchen. Immer noch nicht den Abenteurer. Und das Eichhörnchen guckt genau in unsere Richtung. Da brauchen wir gar nicht drauf zu werfen mit unserem, drauf zu schießen mit unserem Pfeil und Bogen. Step into water? Ja, mach mal. Ja, geh doch ins Wasser, geh da durch. Schnapp dir das Eichhörnchen. Was schon weg ist. Na toll. So, wir haben am späten Abend. Wir sind auch schon müde. Da ist wieder der Elch direkt vor uns. Mann, 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 ganz schön was los hier auf dieser kleinen Insel. Nur wo ist der Elch? Wir sehen ihn nicht. Und hier auf diesem offenen Gelände ist das Mist. Wenn, dann müssen wir uns im Wald anschleichen. An den Elch. Jetzt ist er da. Gehen wir nochmal runter. Kann doch nicht so schwer sein. Ihr seht halt, das ist genau das, was ich meine. Mit diesem Jagen. Jetzt ist genau das Eichhörnchen vor uns. Da schieße ich doch gleich mal. Ich meine, das ist jetzt, wie weit ist das entfernt? 1, 2 Felder von uns entfernt. Da schießen wir daneben. You fail to deliver a steady shot. The arrow travels badly off course, barely reaching the squirrel, and the shot isn't accurate enough to hit the target that size. You narrowly miss the squirrel. Squirrel escapes. Ja, ist klar. Probieren es nochmal. Wir haben es wieder nicht erwischt. Ist einfach zu klein. Eichhörnchen zu jagen mit Pfeil und Bogen. Das ist halt zu klein. Jetzt ist es auch weg. Egal. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier oben zu unserem Floß. Gucken uns nochmal um. Weil der Typ kann ja nicht weg sein. Also weder der Elch kann weg sein, noch kann der Typ weg sein. Der muss noch irgendwo hier rumrennen. Der ist auch hier unten hin. Ah, so klein ist die Insel dann doch nicht. Schade, schade, schade. Da ist der Elch hin. Könnte natürlich auch ein anderer Elch sein. Wer weiß das schon. Da haben wir ihn wieder gefunden. Er ist direkt vor uns. Er sieht uns nicht. Ich gehe auf Hiding. Gehe einen Schritt nach vorne. Oder soll ich nicht nach vorne gehen? Soll ich direkt schießen? Hat uns bemerkt. Verdammt. Naja, vielleicht kriegen wir einen Schuss hin. Natürlich toll, wenn wir die Beine treffen könnten, aber das ist zu schwer. Ja, auch wieder knapp verpasst. Den Elch. Schade, schade, schade. Ich meine, so knapp wie beim Verpasst haben, frage ich mich, wo ist der Fall hingeflogen? So knapp war es dann wohl doch nicht, wo wir ihn verpasst haben. Toll. Hallo, Pfeil. Jetzt gehen die Pfeile aus. Gut, ich meine, wir haben genug Bretter dabei. Wir können uns jederzeit neue Pfeile entweder selbst bauen oder halt erhandeln. Ja, da unten ist der Elch, mein Gott. Der ist ganz schön schnell unterwegs.
Mal hier gucken. Also doch eine Insel, definitiv eine Insel. Das heißt, weder Elch noch Abenteurer können entkommen. Wir haben wieder ein Eichhörnchen vor uns. Ich sehe es nicht, doch da oben. Hier oben im Baum hängt es. Brauchen wir gar nicht versuchen. Treffen wir im Leben nicht. Treffen wir im Leben nicht. Was haben wir hier? You notice here very fresh stack tracks leading to southeast. Also hier runter die Gegend. Ja, da ist es. Ein Versuch starte ich noch, es zu erwischen. Es will ein Squirrel. Ein Squirrel will ich nicht. Squirrel ist ja auch mit einem Haps aufgegessen. Gut, lassen wir es. Wir haben späte Nacht. Wir sind extremely tired. Begeben wir uns zu unserem Floß. Und gehen raus aus Wasser. Achso, muss ich erstmal wieder das Paddel ausrüsten. Gehen raus aus Wasser. Machen wir mal hier hin. Trinken noch was. Und essen noch was. Und pennen dann auf dem Wasser. Das mache ich jetzt aus dem Grund. Nicht, dass wir an Land bleiben. Und der Abenteurer auf dieselbe perfide Idee kommt wie wir. Nämlich uns umzubringen. Also wir ihn, er uns. Und hier auf Wasser kann er uns nicht erreichen. Deswegen gute Nacht. Schön hier auf dem Wasser schlafen. Ins Wasser fallen, ertrinken. Wer weiß, mal gucken. Ah ja, und am Mittag wachen wir schon auf, also bis Mittag haben wir gepennt, na gut. Ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Und das war's auch schon mit unserem Fisch, mehr haben wir nicht. Ah ja, gut, einmal gehe ich jetzt noch schauen, ob ich irgendjemanden hier sehe. Händler oder Stack. You think it's an airmine? Airmine? Was ist denn ein Airmine? Ein Hermelinchen oder wie die Dinger heißen hier oben? Ist auch klein. Erwischen wir im Leben nicht. Wo stehen wir überhaupt? Na, hinterm Baum haben wir uns versteckt gehabt. Aber es pennt. Es pennt, es pennt, es pennt. Versuchen wir uns mal anzuschleichen. Wir sind so schlecht im Anschleichen. Wir machen zwei Schritte und schon treten wir auf irgendeinen Zweig. Ja gut, dann hat das keinen Sinn. Können wir wieder ganz normal laufen. Und auch wieder rauszoomen. Oh mein Gott. Fragt euch sicherlich, warum sagt er denn nichts? Ein Dnepres Warrior. Da ist er. Das wird gefährlich. Und vielleicht das Ende des LPs, wenn wir jetzt in den ersten richtigen Kampf gehen. Vielleicht sterben wir. Das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und dann, liebe Leute, geht's richtig zur Sache. Ein Fight auf Leben oder Tod. Bis dann, tschüss, ciao und bye bye.